Hallo zusammen! Für den Osterschriftzug, den ich euch gezeigt habe, haben wir jetzt noch ein bisschen andere Farben gekauft. Die sind angekommen und wir schauen sie uns mal eben zusammen an. Erstmal hier so im Karton kurz. Und jetzt machen wir sie mal auf. Mal gucken, ob wir das hier alles so mit einer Hand hinkriegen. Hier haben wir einmal so ein Goldton drin, dann mal genau, jetzt kriege ich ein bisschen Hilfe. Einmal ein ganz tolles Ostergrün, das finde ich sehr schön. Hier haben wir noch mal Gelb mit drin. Sieht auch sehr schön, glaube ich, für Ostern aus. Ein Pink- oder Roseton. Auch sehr schön. Das hier war ich im ersten Moment erschrocken. Ich habe einmal schon kurz reingeguckt und dachte, ui, nur grün, verschiedene Grüntöne. Aber das ist, wenn ihr von unten guckt, Regenbogen. Mal gucken, wie das wird. Bin ich sehr gespannt drauf. Dann haben wir ein Lila. So, jetzt fehlen hier die Unterlagen. So ein Metallic-Lila. Das kommt jetzt hier nämlich gar nicht so schön rüber, aber da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und dann haben wir noch ein Metallic-Grün. Das kommt jetzt auch bei dem Licht nicht so schön rüber. Werden wir alles ausprobieren? Ihr könnt gerne mal einfach schreiben, diesen Schriftzug, in welcher Farbe sollen wir ihn zuerst drucken. Schreibt es einfach mal kurz in den Kommentaren. Bis dann, tschüss!